Schlüsselfragment erlangt. Bring es mir. Ich verwahre es, während du rumziehst und weitere suchst. Und damit herzlich willkommen zu Borderlands 3. Oh. Das habe ich doch mit Absicht nicht mitgenommen. Jetzt krieg ich die Scheiße noch hinterher geschmissen. Oh mein Claptrap. Lydian, würde ich dir mal. Ja, wie würde ich dich mal auf den Kopf drehen? Das würde ich sagen. Claptrap ist echt ein Arsch, ne? Generator? Heilschild um 30%. Aha. Mhm. Wann hast du das denn gegessen? Jetzt nicht so der geile Scheiß bei Welt, Welt. Ja, wir verkaufen und verkaufen und verkaufen. So, Markus. Ich bin bereit für dich. Warte mal. Das ist ein Sturmgewehr, das ist sowas Kleines. Gut vorbereitet. Wie schon was gekauft? Nehmt denn das hier? Und Shotgun. Also wenn du keine Stu kaufst, bist du so gut wie tot. Alles gut. Alles gut, mein Freund. Alles gut. Wir kaufen ja schon. Viel Spaß, keine Rückerstattung. Ja, ich weiß. Ich kenne doch deine verkackte Verkaufsmasche. Richtig. So, dieses Trigger-Ding ist cool, aber nicht, wenn das alles nicht stimmt. Diese Tasche mit sowas, da hab ich gar keinen Bock drauf. Nee. Natürlich treffen wir uns bald wieder. Ich habe keine andere Wahl, als bei dir Munition zu kaufen. Es gibt ja keine Konkurrenz. Moxi. Hallöle. Upsi. Ein praktischer Trick. Moxi, du hast mir mein Geld abgezogen. Oh, das was. Zwei Iridium bekommen. Dieses zweimal Spray ist hier gar nicht drin. Ey, wer schubst hier? Oh, wir haben drei rausgekommen. Verpiss dich doch mal. Was ist das? GG, gefroren. Ey! Warte. Ich wollte mir nur angucken, was das ist. Oh, doppelte Runde, doppelte Runde, doppelte Runde. Wer? Ganz oder nichts, ganz oder nichts. Wir sehen hier einen unglaublichen Gewinn von zwei Sachen. Und zwar zweimal Schrott. Oh, Motzchen. Oh, was haben wir hier? Amara, meine Lieblingskundin. Schön, dich zu sehen, Baby. Nenn mich nicht Baby. Ich bin die Tigerin, schon vergessen? Ist ja gut, Baby. Oh, okay, das war ein Fehler, Tigerin. Die Tigerin. Hör mal, ich bin dein Agent. Ich kümmere mich um dich und eins sage ich dir. Du bist Patali entwachsen. Du hast die Gangs erledigt, den Leuten geholfen, aber es gibt niemanden mehr zum Bekämpfen. Legenden müssen weitergehen, weißt du? Wiedergeboren werden, sonst sterben sie. Deshalb verschwinde ich von hier. Hab von einem Ort gehört, der Sirenen anzieht. Ich spüre es auch schon. Pandora. Pandora? Mann, das ist ein harter Ort, Babe. Tigerin, viele Kämpfe. Kannibalen, Banditen, grausame Bestien, sogar Alien-Zeug. Ja, ich weiß. Es ist perfekt. Es ist perfekt. Oh mein Gott, wir haben eine lila Waffe bekommen. Habt ihr mein Automatenglück gesehen? Was hast du denn hier? Du bist eine
Sowas bist du. Du bist geil. Du bist richtig geil. Hoffe ich. Hier ist sie. Feuerstoß. Gut, dass du da bist. Mit einem Kammerjäger ist man immer sicherer. Ich weiß. Ist ja auch so. Ist wissenschaftlich bewiesen. Okay, wo bist du? Ach, ich soll. Tutan ist hier. Bitte. Ein neues Kammerschlüsselfragment. Allein vom Halten wird mir schon mulmig. Und weil ich einen von Marcus Bellic Burritos gegessen habe. Das ist übrigens kein vollständiger Kammerschlüssel. Niemand weiß, warum die Eridianer sie in Fragmente gespalten haben. Aber der Kammerschlüssel auf Pandora benötigt 3 Teile. Immerhin ist das ein Anfang. Du solltest zu Lilith zurückkehren. Sie und Maya haben bestimmt einiges nachzuholen. Was Leute mit Sozialkontakten halt so machen. Nein, danke. Da ist mir ein steriler Raum mit chirurgischer Ausstattung schon lieber. Kann ich verstehen. Sozialkontakt brauche ich jetzt auch nicht. Wo geht's denn hier hin? Was? Warum tut ihr mir das an? Die ganze Zeit ist das Ding verschlossen. Jetzt kann ich hier rein. Jetzt ist da gar nichts. Was soll gar das heißen, eine Sirenenschülerin? Ich kann es jetzt nicht erklären, Lilith. Aber sie wird eines Tages eine Sirene. Wir reden später darüber. Moment. Na, Killer? Maya sagt, du hast ordentlich ausgeteilt. Immer. Ja, wir haben großzügig Tode verteilt. Das glaube ich. Ein Fragment hätten wir, fehlen noch 2. Was soll das alles, Lilith? Wieso ist Marley One auf Athenas? Unser Schlüsselfragment ist seit Generationen geheim. Wie haben Sie davon erfahren? Ich bin nicht sicher. Aber die Kalypsos scheinen mehr über die Kammern zu wissen als wir. Sogar mehr als Tennis. Sie wussten von der Kammerkarte. Vielleicht haben sie Maliwan befohlen, Athenas zu überfallen. Sie sind angeblich hinter der sogenannten Großen Kammer her. Und die Kammer auf Promethea muss Teil ihres Plans sein. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das werden wir, Firehawk. Ich weiß nicht, ob mich noch jemand so nennt. Lilith! Lange nicht gesehen! Wie geht's dir? Wow, schicker Schnäuzer. Danke. Ist ein Belagerungsschnäuzer. Hör zu, ich ziehe nur ungern die Verbündetenkarte, aber Katagawa hat einen auf einem Asteroiden stationierten Laser aufs Atlas-Hauptquartier gerichtet und droht mich zu zerstückeln, wenn ich nicht aufgehe. Ich gehe hier noch durch. Und Zero berichtet, dass der Laser von einem Kammerschlüsselfragment versorgt wird. Also, mehr muss ich nicht wissen. Wir machen das. Das wollte ich hören. Gut so, Verbündete. Reese, Ende. Geh runter und hilf Reese mit seinem Laserproblem, Kammerjäger. Hoffentlich weiß Reese, was er tut. Mach ich. Zu uns, aber mit... Au. Dann mit Schnäuzer kann man nicht trauen. Wissenschaftlich bewiesen. Richtig. Männer mit Schnäuzer sind böse. Achso, das sind hier diese Artefakte. Ich klasse noch so eine Artefakte. Da steht ja da. Das Menschenvermögen übertrifft seine kühnsten Träume. Schon geil. Es ist recht, dieses jeder 7. Schuss ist verstärkt. Verstärkte Schüsse gehen auf Feinde in der Nähe über. Das ist schon cool. Aber auch jetzt nicht so, weiß ich nicht. Das ist jetzt... Nein, ich bin beschäftigt. Ich muss wichtige Sachen tun. Orbitansicht. Athenas. Und dann geht es. Wo müssen wir denn hin? Hä? Lasertag im Weltall. Wo müssen wir hin?
Athenas, ja. Ja, haben wir ja nicht viel Wahl, ne? Gehen wir jetzt einfach direkt mal hier hin. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hin sollten. Ja. Die Munition aus Fülle der Munition und Granaten aus der nächsten Munitionskiste. Mal gucken, Laser-Tag-Gemeld, da haben wir schon das zweite Fragment, dann fehlt hier nur noch eins, dann haben wir die Kammerschlüssel. Und mal gucken, was uns als Endboss erwartet, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Jetzt gibt es hier noch gar keine Zeichen. Und wo ist der Pflanzentyp? Ach nee, den haben wir ja getötet. Stimmt ja, den haben wir ja eigentlich in Fight for Stationary eliminiert. Hä? Müssen wir hier nicht hin? Wir müssen dahin. Fight for Sanctuary. Nee, Entschlüsse, die Iriasche Schrift, bloß 25 Dinge. Ja, aber wie sollen wir denn da hinkommen? Wir müssen laufen. Er sagt mir zwar, ey, teleportier dich doch hier, mein Freund, aber können wir ja gar nicht. Was sollen wir denn machen? Können wir nicht. Sturmhafenplatz. Erstmal nochmal Munition schnüffeln. Zack. So, die Shotgun gefällt mir auch. Ne, ich will hier auf Strahlung. Strahlungsschaden, schon Level 14. Das geht aber auch flott. So, wir machen den gefährlichen Weg. Und den Gangsterweg. Wird belohnt mit zwei Munitionskisten. Unbedingt mehr Waffenkisten, aber die sind ja nicht so einfach zu finden. Die sind ja echt nicht so einfach zu finden. Oder einfach selten. Beides ist nicht so lustig. Und bap, bap, bap. Boah, kriegst du Strahl und Schaden ab. Ich höre dich, Bestie. Aua. Ja gut, wir sollten vielleicht jetzt nicht übertreiben mit dem Nahkampf, ne? Wir sind keine Ein-Mann-Armee. Jedenfalls nicht offiziell. Zack, 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 zack. Also wir machen natürlich schon ordentlich Power, ne? Da kann man jetzt nichts gegen sagen, aber wir haben halt nicht unbegrenzt Leben. Oh, Schottfass. Und flupp. Oh, das tut mir leid. Keine Granaten mehr. So ein Scheiß. Ich hasse es, wenn ich keine Granaten mehr habe, weil Granaten sind so toll. Oh, zack. Komm, 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 du Typ. Und Rex. Und Rex. Bap, bap, bap. Aua. Okay, okay, okay. Dann nimm doch mal hier ein paar Rex zu dir. Oh, komm. Da brauchst du gar nicht pausen, mein Freund. Na komm, geh drauf. Na komm. Aua, der Bundeslava. Nein, nein, jetzt ist sie tot. So ein Scheiß. Ihr habt sie vernichtet. Ich habe ihn nicht getroffen. Na, ja, das sagt ja schon mal alles. Boah, dafür bist du trotzdem tot. Ja, was willst du machen, mein Freund? Wir sind keine Freunde. Du bist der Feind. Nicht mehr und nicht weniger. Einfach nur ein Feind. Einer von vielen. Oh, hab ich dir den Arm weggeschossen? Na, das tut mir leid. Okay, hier Munition. Munition ist immer wichtig. Erst recht, wenn eine Granate drin ist. Plupp. Ach, ich kümmere mich erstmal um den Typen hier. Toll, jetzt voll wenig Munition im Magazin. Und wenig Magazinskapazität gefällt mir überhaupt nicht. Echt mal. Ey, was macht ihr denn? Aua. Die Granate hat mich erwischt. Die Granate hat mich ordentlich erwischt. Ich muss mir jetzt echt die Waffe wechseln. Die ist echt scheiße. Die gefällt mir gar nicht. Ich nehme. Jetzt teste ich mal die aus. Oh ja. Das ist eine Appearance-Knarre. Merkt man direkt. Das merkt man. Da muss ich nicht mal nochmal nachlesen. Das merkt ich. Was bist du denn? Unbegrenzte Magazin. Aua, aua, was ist, bist du? Bap, 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 bap. Ach, ist vernichtet worden.
Na toll, ich wurde auch vernichtet. Na Tom, du bist nicht siegreich, mein Freund. Du hast nur eine Schwäche erwischt. Batz. Okay. Was ist so? Oh, nochmal so ein Hörgerät ist hier. Hörgerät ist auch geil. Natürlich kein Hörgerät. Ich bin aber auch. Die Waffe bin ich nicht zufrieden. Ich bin echt wählerisch, glaube ich. Mit der Waffe werde ich aber zufrieden sein. Da bin ich mir sicher. Weil die ist recht präzise. Die ist recht präzise. Und Präzision mag ich. Aua. Na toll, jetzt bin ich runtergefallen, oder? Nee. Und können wir hier rüber jumpen? Natürlich können wir das. Wir sind Fleck, das Fleckchen. Eine Rede habe ich zum ersten Mal bei meiner Reise nach Athenas gesehen. Und es war die Königin. Als ich die Kammer gefunden hatte, zahlte mir Atlas einen Haufen, um eine Friedensgesandtschaft anzuführen. Später fand ich heraus, dass diese Bastarde Spione darin untergebracht hatten, um eridianische Artefakte zu stehlen. Ich bin ja kein Heiliger, aber mein Wort, ich habe auf Athenas nichts gestohlen. Bei der Ehre Typhons. Okay. Bei der Ehre Typhons. Typhon hatte eine Affäre mit der Sirenenkönigin Dido. Erstaunlich und spannend. Oh, und da ist wieder ein Depot aufgetaucht. Wie? Geheimdepot. Ich konnte so schnell nicht lesen. Mann, ey, das war jetzt unfair. Aua. Los jetzt. Nicht. Nee. Vollautomatik ist schon geil. Bap. Toll. Was ist denn jetzt mit den Geheimdepots? Meine, wir sollen so schnell lesen können. Beziehungsweise hätte man das natürlich locker lesen können, keine Frage. Aber doch nicht im Fight. Ey, ohne Laserwaffen. Zot. Das wird hier direkt zerfetzt, das Ding. Oh. So, wo ist jetzt ein Geheimdepot? Ist jetzt das Geheimdepot da oben? Oder wo ist das jetzt? Ich tue nochmal nach oben. Nee, das ist jetzt nicht da. Nee, gut. Jagen. Es ist nicht dort aufgetaucht. Aber wo ist es aufgetaucht? Mann, ey, Geheimdepots. Ich will das wissen, wo das ist. Das interessiert mich brennend. Interessiert mich wirklich. Was ist hier nochmal? Schock. Mhm. Was bist denn du? Brand und Schock. Ah, nee, nehme ich nur mit. Aber ich rüste es nicht aus. Was bist denn? Wie gesperrt. Ein Geheimdepot. Aber was ist mit diesen Rätseln? Was kann man denn damit machen? Oder was ist denn da zu tun? Also in welche Richtung kann man... Wie löst man denn ansatzweise diese Rätsel? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich habe da echt null Ahnung von. Also ich habe da auch echt keine Idee, muss ich sagen. Ich hätte jetzt nichts, wo ich sage, das muss ich ausprobieren. Nee, einfach komplett keine Ahnung. Kein Einfall, weil irgendwie mehr als untersuchen kann ich ja nicht. Ich dachte, das Rätsel war gelöst, weil ich die Kisten öffnen konnte, aber ja, das haben wir ja gesehen. Nein, es ist nicht. Die Belohnung ist nichts. Also, das sind keine Truhen, jedenfalls denke ich das, sondern ja 25 Iridium. Auch wenn Iridium hier nicht mehr wirklich Wert hat. Wo man kann ein paar Waffen mit Iridium kaufen. Aber die Schmutzstücke waren das jetzt auch nicht. Fand ich jedenfalls. Deswegen. Okay, schwerer Badass-Kämpfer. Macht natürlich auch wirklich einen schweren Job. Aber er liegt lang. Und die Strahlung zerfrisst ihn gerade ganz schön. Die Strahlung zerfrisst echt ganz schön gut. Also muss ich schon zugeben, das ist echt nice. Okay, das brennt noch was. Na. Zack und... Was? Und zerstört. Na komm hier, mein Freund. Du willst fighten? Dann fighten wir jetzt so richtig. Zack, gib mir mal ein paar Leben, meine Rex. Und... Zack. Na, das macht keinen Spaß mehr. Wenn jemand mit der Schrotflinte dich zerstrahlt,
Zack. Oh, scheiße, hier explodiert das Teil ja noch. Bam, 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 bam. Oh, ist dein Schild vernichtet. Oh, guck mal, jetzt wird das spaßig. Jetzt hast du nämlich nochmal ein bisschen Strahlungseffekte auf deine Rippen. Auf deine kleinen jämmerlichen Rippen. Aua, aua, ey, 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 übertreib nicht, übertreib nicht. Zack, 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 zack. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ich weiß, ihr seid angepisst. Ihr seid super angepisst. Verständlich, kann ich nachvollziehen. Aber dennoch kein Grund zu versuchen, mich zu töten. Gut, ich töte euch ja auch. Ich weiß schon, das ist jetzt irgendwie so. So zwiespaltmäßig, ne? Das klingt irgendwie ein bisschen bescheuert. Ich sag nicht töten, ihr sagt, ja, macht das doch, ey, du machst das doch auch. Ja, 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 ich kenn das. Ich kenn das, die Lämmer, meine Leute. Nee, ihr seid nicht meine Leute. Meine Gegner. Wie nennen wir uns? Sind wir feindliche Homies oder. Nee, ne? Nee. Nee, feindliche Homies sind wir nicht. Wir sind keine Homies. Allesamt nicht. Aua. Ja, scheiß Elektrofass, würde ich mal sagen. Okay, ich lad durch. Okay, das wird nichts mehr. Verdammte Scheiße. Dieses verkackte Elektrofass. Wäre das nicht gewesen? Ich sage es euch, Leute. Wir hätten das hier First Try gemacht. Das heißt First Try, das sind ja hier jetzt nur Gegner. Aber wir wären hier durchgekommen, ohne drauf zu gehen. Aber leider war da ein Elektrofass. Rekonstruktion. Ja gut, es kostet wie immer Money. Jetzt tut es aber weh. Vorher war Geld nicht wirklich wichtig. Fand ich jedenfalls. Also ich habe jetzt nie gesagt, scheiße, ich verliere Geld, sondern eher so, na gut, dann ist die Kohle weg. Batz, batz, batz. Ich muss diesen Typen vernichten. Ich muss diesen Typen vernichten. Ey, komm, das war jetzt auf jeden Fall getrackt, also. Da könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt. Na gut, was heißt, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt? Das braucht ihr nicht. Ah, Mann, ey. Komm, komm, komm. Ey, 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 wer macht denn hier so einen Schaden? Komm schon, meine Reds. Ich lad durch. Hole mir hoffentlich Granaten. Wir haben eine Granate, zwei sogar. Und flop. Komm, wir brauchen Korrosionsschaden auf ihn. Wir haben Korrosionsschaden auf ihn. Jetzt brauchen wir hier die Reds, die mir ein bisschen Leben holen. Die mir keine Leben geholt haben. Was ist denn mit euch los, Reds? Ach, jetzt habt ihr mir ein bisschen Leben geholt. Aber waren das wirklich die Reds oder war das einfach nur diese Zeit? Okay, mein Tier braucht noch zu lange. Mann, Reds, ihr seid scheiße. Ihr seid scheiße, Reds. Was ich krass finde in diesem Spiel ist, dass die einen so auf den Skillbaum halten. Du hast jetzt echt nicht mehr wirklich so die Wahl, dann nimmst du ein bisschen davon oder so. Sondern wenn du wirklich auch deine Fähigkeit richtig schön ausbauen möchtest, musst du dich auf eins Stilbaum fixieren. Sprich, du musst auch dementsprechend diese Fähigkeiten dann nehmen. Jetzt finde ich das notwendig. Weil du ja sonst nie diese tollen Fähigkeiten erhältst. Jetzt fühle ich mich auch verarscht von diesem kleinen Scheißer da. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Schwerer Schütze, stirb. Toll. Das ist der schwere Schütze gar nicht mein Hauptproblem, sondern der kleine hier, Sturmsoldat, dieser Scheiße. Na toll, das ist noch so ein Teil. Ich hasse diese kleinen Dinger. Weil die halt leider ganz einfach mal ein bisschen. Aua. Wie gehen wir mit diesen Typen um? Oh, das habe ich dir ins Gesicht gehauen. Ja. Ja, brauchst du auch nicht, du bist tot. Oh, richtig so ein Staub ist er. Was? Flugdemenz? Wer leidet denn an Flugdemenz? Ist das überhaupt eine Krankheit? Wird man dafür krankgeschrieben oder ist das halt so ein. Oh. Ist halt geplatzt wie so eine Bohne. Plupp. Ey, 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 ey. Ey, das ist jetzt aber doll gewesen. Ach, hier ist noch was zu looten.
Muss ein bisschen mein Schild auflädt, sonst ist das hier eine Selbstmutation. Und Granate ist raus. Granate hat anvisiert. Granate hat vernichtet. Jedenfalls die Vorarbeit zur Vernichtung gegeben. Komm, dann schieße ich dir ins Bein. Oh, jetzt war das gerade. Oh nein, Strahlung. Ich weiß nicht, warum ich an Strahlung leide. Auf jeden Fall weiß ich, dass Strahlung sehr weh tut. Das weiß ich von mir selbst und von meinen Gegnern. Okay, okay, wir schmeißen eine Granate auf uns. Komm her, Mädchen. Zack. Oh, müssen wir uns schnell mal teleportieren? Ah, du hast Korrosion oder was? Und zack und zack. Okay, Leute, wie gehen wir jetzt am besten mit der Situation um? Wie gehen wir mit der Situation um? Wir... Verdammte Scheiße. Na, verdammte Scheiße. Das wird hier noch ein langer Kampf, Leute. Das wird hier ein fetter Fight. Und die Folge ist eigentlich schon zu Ende. Sowas von zu Ende. Das wird ewig dauern mit Rindern. Die Rindern dauert geht schnell. Rinder geht wachlich echt schnell. Ich weiß nicht wieso. Na komm. Zack. Oh, hab ich dir den Kopf weggeschossen? Tut mir feiner, beinahe leid, nicht feiner. Und. Okay, getrackt. Okay, okay, wir verstecken uns hier hinter. Aua. Aua, ich hasse Elektrogegner. Ich hasse wirklich Elektrogegner. Aua, ich hasse auch alle Gegner, die mich töten können. Und zack, getrackt. Schnell mal nachladen, schnell mal durchladen. Zack, 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 zack. Aua. Oh, treffen will ich trotzdem noch, obwohl du da hinten stehst. Beziehungsweise obwohl du da stehst und ich mich verstecke. Oh, wir haben ihn. Aua. Da holt er mich hier noch fast aus dem Grab. Holt euch ihre Augen. Ach, ihr müsst euch nicht die Augen holen. Hört nicht auf ihn. Hauptsache ihr tötet sie. Das ist mir egal, was ihr holt. Er versteckt sich immer wieder dahinter. Er will mich doch verarschen. Und tötet es. Einfach nieder. Komm schon, meine Kleine. Wir müssen hier echt zusammenarbeiten. Okay, wir arbeiten gut zusammen, ne? Wir arbeiten gut zusammen. Das ist nämlich ein super Badass, ne? Ist ein schwerer Badass. Gut, was das jetzt nicht unbedingt besser macht, ne? Ja, doch, es macht es schon besser. Aber ich meine jetzt vom Prinzip her nicht wirklich. Zack, zack, zack. So, so können wir nämlich ein bisschen besser bewegen und treffen ja trotzdem immer. So geil ist mit diesem Track, hätte ich nicht gedacht. Oh, Level 14. Atlas hat dir eine Nachricht geschickt. Danke, Atlas. Was für eine Nachricht hat Atlas denn für mich? Atlas hat eine Nachricht. So, Leute. Hier müssen wir jetzt wirklich einen Cut machen. Das dauert mir echt sonst zu lange. Wir gucken uns. Was bist du denn? Atlas kauft uns. Atlas kauft uns und wir fallen drauf rein. Aber das ist toll. Denn Atlas hat Spielereien. Okay. Zielscheibe. Na komm, irgendwo muss doch hier ein Feind sein. Ich will auch nicht direkt jetzt drauf gehen, so das wäre jetzt auch beschissen. Zack und. Oh, ist das geil. Ich liebe diese Waffe. Ich liebe diese Waffe. Ich liebe diese Waffe. Wir gucken uns das nochmal an. Blub. Seht ihr das? Flup. Oh, diesmal habe ich nicht getroffen. Aber habt ihr das gesehen? Guck mal, ich schmeiße hier eine Tracker-Scheibe. Muss jetzt erstmal immer tracken können. Wir haben ihn getrackt. Zack. Und
Okay, wir haben ihn nicht getrackt. Aber ich meine, ihr seht ihr das hier? Zack. Ach, wir haben da noch jemanden getrackt. Und... Scheiße. Scheiße, ey. Das ist so schwer mit dieser Tracker-Scheibe. Die Tracker-Scheiben sind nicht so geil. Wie geil sind diese Kugeln, wisst ihr? Okay. Und getrackt und zack, lass sie regnen. Geile mit Trackerscheibe ist, die springt ja nochmal zum anderen Gegner. So Leute, da haben wir es doch noch geschafft. Ich liebe diese Waffe. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.